So baut Bitcoin gigantisches Vermögen auf. Das checkt fast niemand, was ich dir hier zeige. Du wirst es aber verstehen und auch das Potenzial für dich viel besser abschätzen können. Los geht's! Einer der großen Fehler, wenn Leute berechnen, wie hoch die Rendite ist bei Bitcoin, bei den Kryptowährungen per se, dann machen sie es zum Beispiel wie folgt. Vielleicht hast du das auch schon so gemacht oder gehört, oder? Hier Bitcoin zum Beispiel am 01.01.2022, ich habe jetzt einfach mal dieses Beispiel hier genommen, war Bitcoin bei 47.000 und ein paar Jahre früher, das heißt 3 Jahre früher, am 01.01.2019 war es ungefähr bei 3.700 der Preis. Und was machen dann die Leute? Sie rechnen, ich habe 47.000, ist mein Bitcoin jetzt wert, 3.700 habe ich investiert, das ziehe ich ab. Teile ist so 3.700, das anfängliche Investment, gleich 11,7, bedeutet 1.170% an Rendite, die gemacht wurde. Stimmt grundsätzlich, aber dann kommt der Fehler, dass die Leute das Ganze zum Beispiel jetzt in diesem Fall hier an diesem Beispiel durch 3 teilen und sagen dann, 390% pro Jahr im Durchschnitt wächst Bitcoin. Und das ist natürlich falsch. Und ich zeige dir jetzt, wie du es richtig machen musst und was das für ein massives Potenzial dir dann auch gibt, wenn du das verstehst, auch abzuschätzen, wie das in Zukunft ausschauen könnte. Und das ist dann wirklich datenbasiert auch umgesetzt und nicht irgendwie in Luftschloss. Wie gesagt, das zeige ich dir jetzt alles. Wie gesagt, diese Aussage hier ist falsch. Warum ist sie falsch? Das arithmetische Mittel, das ist das, was ich dir jetzt gezeigt habe, so viel Prozent durch 3, suggeriert eigentlich, dass Bitcoin jedes Jahr um denselben Prozentsatz wächst. Das ist aber in der Realität logischerweise falsch, da es große Schwankungen gibt. Konkret, Bitcoin geht rauf, geht runter, geht rauf, geht runter und diese Schwankungen werden nicht mit berücksichtigt. Und deshalb ist das arithmetische Mittel falsch. Wir brauchen was Besseres und das ist das sogenannte CAGR, das Compound Annual oder die Compound Annual Growth Rate. Was für ein Zungenbrecher, aber ich erkläre dir das ganz kurz. Das CAGR sagt eigentlich, wie viel Prozent etwas jedes Jahr im Durchschnitt wächst, wenn das Wachstum über mehrere Jahre gleichmäßig verlaufen wäre. Klingt gleich, ist aber nicht das Gleiche. Hier unten findest du die Formel. Ganz einfach gesagt, du als Person, als Mensch, du wächst ja auch nicht gleichmäßig. Am Anfang bist du klein, irgendwann wächst du schneller und mit der Zeit im Alter nimmt das Wachstum wieder ab, bis du gar nicht mehr wächst und dann schrumpfst du wieder. Bei einem Baum ist es genau das Gleiche. Ein Baum ist am Anfang oder eine Pflanze hat am Anfang ein bisschen länger, bis die Wurzeln gefasst sind, bis das Wasser aufgesogen werden kann oder dass das Wachstum noch langsamer. Und mit der Zeit wächst es viel, viel schneller, bis die Endgröße erreicht wurde. Das heißt, ein Wachstum ist nicht linear. Beim Investieren zum Beispiel auch der Zinseszinseffekt. Wenn du ein Vermögen hast, das baut über die Zeit dank des Zinseszinseffektes einfach, ja, nicht linear, sondern exponentiell mehr Vermögen auf. Und das ist genau das, was das CAGR berücksichtigt. Die Schwankungen, die wir bei Bitcoin sehen, die werden eigentlich, könnte man so vereinfacht sagen, mit berücksichtigt. Und ich habe mal das CAGR berechnet, rückwirkend für 3 Assetklassen, einmal für Bitcoin, für den S&P 500 und für Gold. Ich nehme das Video hier am 3. Oktober auf und habe ab 3. Oktober 2024 ein Jahr zurückgerechnet. Da hat Bitcoin in diesem Jahr 122% gemacht, 3 Jahre zurück 7,8%, weil ging noch rauf, runter und so weiter. S&P 500 34%, bei 3 Jahren 9,6%, Gold 45,1%, bei 3 Jahren zurückschauen 14,4%. Jetzt könnte man sagen, okay, Bitcoin ist so ziemlich schlecht gelaufen, das ist nur die halbe Miete. Warum? Nehmen wir einen weiteren Zeitverlauf mit rein, über die letzten 5 Jahre, dann sind es 50,6%, 14,1% beim S&P 500 und 12% bei Gold. Schaut schon wieder mal anders aus jetzt bei Bitcoin. Und da siehst du schon mal, da kommt eine Problematik oder mit rein, welchen Zeitausschnitt nimmt man? Und typischerweise, wenn man etwas schön rechnen will, dann nimmt man immer den perfekten Zeitpunkt, oder? Sozusagen vom All-Time-Low zum All-Time-High und weist dann diese Zahl aus. Und das CAGR, wenn man das richtig anwendet, nimmt das genau aus der Gleichung quasi raus. Klar, man kann da immer noch tricksen und Falschwerte angeben, aber long story short, im Big Picture zu sehen, also über einen längeren Zeitraum, ist das CAGR genau das richtige Maß, um auch Assets gegeneinander zu vergleichen.
weil, wie gesagt, Schwankungen drin sind und so weiter und so fort. Machen wir das noch ein bisschen größer. Ich will auch hier nicht zu detailliert ins CAGR reingehen. Es geht mir hier nur mal um die Chancen, damit du dir das besser vorstellen kannst, welche massiven Chancen hier bei Bitcoin drin liegen. Wenn wir nämlich mal weitergehen, 7 Jahre zurück, dann ist das CAGR 37,2%, also die jährliche Wachstumsrate, nicht linear, sondern sozusagen aufeinander aufbauend, ja quasi exponentiell, stimmt nicht hundertprozentig, aber du weißt, was ich meine. Beim S&P 500 12%, bei Gold 10,9%. Und was sehen wir hier jetzt direkt? Als erstes sehen wir, dass grundsätzlich über sämtliche Zeitabschnitte Bitcoin die anderen Assetklassen S&P 500 und Gold in diesem Beispiel jetzt hier outperformed hat. Klar, man findet immer noch eine Assetklasse, die oder eine Einzelaktie, die in einem Zeitabschnitt noch besser war und so weiter. Aber wir sind ja langfristige Investoren. Das heißt, wir wollen auch über einen längeren Zeitraum verstehen, wie eine sinnvolle Wachstumsrate ausschauen kann, damit wir das auch besser abschätzen können, wo wollen wir unser Kapital investieren. Und auch hier 3 Jahre zurück hat Bitcoin eine ordentliche Performance hingelegt, auch im Verhältnis zum Rest. Klar, Gold hat hier ein bisschen besser performt, aber über sämtliche Zeiteinheiten ist Bitcoin dabei, respektive stellt eine massive Outperformance hin. Oder man könnte sagen, Bitcoin outperformt praktisch in jeder Situation die anderen Assets. Und die Frage ist jetzt, was kannst du jetzt daraus ziehen, für die Zukunft auch für dich abzuschätzen, wo willst du zum Beispiel dein Kapital investieren? Das ist keine Finanzberatung an dieser Stelle, ganz wichtig. Aber wir können sagen, wir nehmen ein durchschnittliches Wachstum vom Asset. Ich fokussiere mich jetzt hier explizit auf Bitcoin, weil ja unser Kanal über dieses Thema spricht, respektive auch das Asset schlechthin ist für die Outperformance. Und die Frage ist jetzt, um Stand heute in die Zukunft zu schauen, in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, wo könnte der Bitcoin-Preis zu liegen kommen bei dieser Wachstumsrate, die Bitcoin über eine gewisse Vergangenheit ausgewiesen hat. Und die Frage ist jetzt, nimmt man diese Zahl hier oder 50,6 oder 122? Nein, wir nehmen etwas dazwischen. Und ich bin ein Fan von tief stapeln und besser positiv überrascht werden. Und deshalb nehmen wir hier jetzt nicht eine dieser Zahlen, sondern wir nehmen ein CAGR von 35%. Du siehst hier 35% über ein Jahr, über 5 Jahre, 7 Jahre sind wir immer dabei gewesen. Bei 3 Jahren nicht ganz on point. Ja, fair enough, wenn wir genau über 3 Jahre nur kaufen und verkaufen. Aber wir wollen ja langfristig von diesem Markt profitieren. Deshalb ist ein CAGR von 35% absolut realistisch aus meiner Sicht. Kannst auch ein bisschen weniger noch nehmen, dass du hier in dieser Range hier kommst. Du siehst, S&P 500 würde ich jetzt wahrscheinlich so tendenziell um 10% rumnehmen. Da bist du gut im Schnitt dabei. Bei Gold auch ungefähr so 9, 10, 11% ungefähr. Bitcoin outperformt halt einfach alles. Und deshalb nehme ich hier 35%. Wenn du willst, kannst du das gerne auch mal mit dem tieferen Wert rechnen. Das heißt, CAGR 35%, 6 Jahre, ergibt aus einem Bitcoin, Stand heute, der liegt bei, als ich das Video aufnehme, $60.790, hättest du in 6 Jahren bei der Wachstumsrate hier $367.988. So viel wert ist der Bitcoin in Zukunft, in 6 Jahren mit dieser Wachstumsrate. Die Frage ist ja, mit der gleichen Wachstumsrate über 10 Jahre, dann sind es $1.222.277 mit der gleichen Wachstumsrate über 10 Jahre. Jetzt sagst du vielleicht, das ist ein bisschen übertrieben. Lass uns mal ein bisschen tiefer stapeln. Das können wir ganz kurz zusammen. Und für das logge ich mich hier mal bei uns auf der Academy ein, bei unserem Einsteigertraining beim Bootcamp. Hier der Satoshi Nakamoto, das bin jetzt ich. Dann gehen wir hier in ein Modul rein, da haben wir nämlich genau das zur Verfügung gestellt, der CAGR direkt berechnen, gibt es ein Einführungsvideo und hier kann man draufklicken, berechne hier deinen Wert. Jetzt können wir hier sagen, berechne den Endwert, Anfangswert ist, muss noch mal kurz schauen, der liegt bei $60.790. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt hier 20% nehmen, Wachstum über 10 Jahre. Wo kommst du zu liegen? Bei
einem Bitcoin-Preis von 261.385. Und das hier ist absolutes Bärenmarktniveau, das kann ich dir jetzt schon sagen. Nehmen wir mal 5 und... Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, sorry. 8 Jahre, 10 Jahre wollten wir bei 376.000. Wie gesagt, absolut Bärenmarktniveau, nehmen wir hier mal 25% bei einer halben Million, also 566.150 und so weiter. Da kann man natürlich ein bisschen rumspielen und schlussendlich auch ein Gefühl dafür kriegen, ja, wohin der Preis gehen kann. Ja, jetzt hast du hier einen kleinen Einblick in die Plattform von uns noch kurz gesehen, respektive auch, wohin diese Zahlen gehen. Das hier ist für mich absolut realistisch, aber der Punkt ist der hier, stell dir vor, was mit der richtigen Strategie noch möglich ist. Das hier ist ein reines Durchhodeln, Durchhalten. Wenn du jetzt noch das ein bisschen besser spielst, zum Beispiel über den Sparplan auf Steroid bei uns, auch Teilgewinne mitnimmst, dann wieder sinnvoll reinvestierst. Und das hat nichts mit Trading zu tun. Das hat nichts mit täglich vor dem Bildschirm zu sitzen oder irgendwelchen Research mit wilden Altcoins und so weiter. Das brauchst du alles nicht. Wenn du das hier noch besser spielst, und das ist ganz, ganz simpel. Über die letzten 5 Jahre musstest du 8-mal aktiv sein. Über 5 Jahre nur 8-mal aktiv. Den Sparplan richtig steuern. Dann holst du hier noch viel, viel mehr raus. Ja, das triggert hier natürlich alles und Glaskugel und so weiter und so fort, ist mir klar. Aber schau dir das mal an mit dem CAGR, was genau dahinter steckt. Sonst wird hier das Video natürlich noch länger. Aber 35%, 30% Wachstumsrate über die nächsten 5 bis 10 Jahre bei Bitcoin ist aus meiner Sicht absolut realistisch. Wenn du auch massiv von diesem Zukunftsmarkt profitieren willst, dann buch dir jetzt das kostenlose Erstgespräch bei uns. Dann schauen wir mal, ob und wie wir dich unterstützen können. Link dazu findest du unterhalb in den Shownotes unter marksteine-consulting.ch. Kannst du dir das kostenlose Erstgespräch jetzt bei unserem Team buchen.